Was du wieder in Lampukistan hast du was zu trinken geholt? Bin ich Ja, nicht weil der aus Einzige, wo das in diesem den Chat aufhat, Keller, der nur so als fünf Blöcke nach Frage. unten geht. Ja, du bist der Einzige, der den Chat aufhat. Ich habe ihn nämlich nicht auf, weil ich den Laptop nicht angemacht habe. Okay. Deswegen kriege ich kein Chatgeschehen mit. Nee, ich auch Kannst nicht. mir einen zweiten Monitor geben? Dann können wir darüber reden. Okay. Hast du doch, Laptop. Ja, toll. Das Ding verbraucht aber extra Strom. Glaub, der Laptop so alt wie der ist, braucht jetzt nicht viel mehr als ein Monitor, wenn der an ist. Außerdem, wenn du so argumentierst, dann weiß ich, wie wir 150 Watt sparen können bei deinem Rechner. Fick dich. Ist so, und das obwohl er an ist. Ich weiß, wie wir noch mehr sparen können. Wir schmeißen deine einfach aus dem Fenster. Es ist aber sehr teuer, die aus dem Fenster zu schmeißen. Schaden berechnet, der dabei entsteht. Schaden, den du hast, ja. Das ist was anderes. Bei mir ist alles okay und bei euch, ach oh ja, soweit schon, ne? Bisschen apokalyptisch hier, aber ja, kann man machen, kann man machen. Arbeit nervt, Menschen nerven, alles nervt. Ich nerve. Du hast so geredet, dass ich nerve. Du hättest ehrlich sagen müssen, nein. Das ist mein Selbstvertrauen komplett zerstört. Selbstvertrauen. Warum sind jetzt habe ich das Gefühl, es sind hier viel weniger Tiere als in der 17.2, ey. Ja, Hier immer hört was zu immer meckern, die irgendwas Frau. rein. Ja, es ist doch so. Normalerweise wäre es hier voll von Wölfen und so einem Scheiß. Hier ist nichts. Hört auf, Und die Rehe, Frau. die ich zu Anfang gesehen habe, diese Wolfsrehe oder was auch immer das war, sind auch nicht mehr da. Wolfsrehe? Was ist bei dir kaputt? Ja, keine Ahnung, das sieht so aus wie eine Mischung aus Wolf und Reh. Und das hatte ein psychopathisches Grinsen. Fast so wie Mario. Also den Chat am Handy offen zu haben, ist dann so das energetisch Sinnvollste. Naja, es frisst zu viel Akku. Petzak! Du bist selbst mit HD. Textur noch hässlich. Aber auch hier wieder der Klassiker, ne? Wenn du den Boden mal anguckst, total verpixelt. Aber dem sein komisches Kolibri-Oberteil, Alter, das ist super geil aufgelöst. Ja, Klamotten sind ja auch wichtig in der Auflösung. Also. Mein, wer will schon einen Zombie mit hässlichen Klamotten töten? Macht man einfach nicht. Ja, echt mal. Kommt die Wobei, warte, Mondpolizei sollten. und dann. Ach, stimmt. Deswegen, damit wir nämlich dann unseren kleinen. Damit wir nämlich dann irgendwie auf die Idee kommen, die auszurauben, weil die schönere Klamotten haben als wir. Und deswegen überfallen wir die wegen den Klamotten, den Zombies. Ansonsten würden wir die Ja, wo ja in bist Ruhe du gerade? lassen. Ja, na. Nähe Ja. von unserem Haus. Wieso? Oh nee, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir mal kurz zur Farm gehen können. Das sind ja Wildschweine wegen Fleisch. Wir haben doch noch irgendwie 53 Wildbret oder so in der Kiste. Je mehr, desto besser. Je höher dein Kochskill ist, desto mehr kannst du kochen. Und je besser kannst du damit kochen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Müssen diese Scheißkisten beschriften, ohne Witze. Kochtopf required. Ach, da ist doch kein Kochtopf wieder drin. Ich hab doch irgendwo Kochtopf für gesehen. Ach, da. Oh, da ist Kochtopf drin. Huch, alte Kiste.
Wo ist denn das Neidzeug? Müsste auch in einer Kiste drin sein. Wirklich? Die dritte ja. Von unten. Ah, da. Also, Bodentextur ist mir auch nicht wichtig, außer ich kratze mit dem Gesicht drüber. Ja, klar. Ist das nicht die normale Standardbeschäftigung eines jeden Spielers? Nö. No, normalerweise ist die Bodentextur schon relativ wichtig. Boden was? Textur? Ah, mein Neue. Ich bin gleich wieder da. Okay. Jo. So, wo ist hier Wasser in der Nähe? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Meh, ich muss doch weiterlaufen, als ich will. Du bist nass. Die Müllpresse. Willst du pressen? Ich hab eine Müllpresse gefunden. Okay. Das sind mal ein paar Zombies reinwerfen und uns die Zombie-Würfel geben, dann können wir daraus Mauern bauen. Klingt nach einem Plan. Alles klar. Voilà. Zombie. Oh nein! Komm hoch rein! Hä? Wie kann ich ein Ding... Wie kann ich in das Lagerfeuer kein Dings reintun? Und ein Messbecher. So, ich habe jetzt auch Kuchen. Ja. Yeah. Und ich immer noch nicht. Alles klar, ich komme vorbei bis. Ich glaube, jetzt brauche ich ein bisschen länger. Ein bisschen, ganz dezent. Okay, unten ist auch nichts. Die ganze, weiß ich, mach gerade die Tür zu, kannst du wieder lalalala, tschüss. Der Kuchen ist, fluffig. Alter. Wenn der Patrick irgendwann gut ist, kriegt er diesen japanischen Wiggle Cheesecake hin. So, wiggle, wiggle, wiggle. Wir sollten uns beeilen. Ja, bitte, was möchten Sie? Darf ich mit Ihnen über Gott reden? Nein! Ich würde sagen, wenn ich mich hier umschaue, Gott hat ausgedient hier in der Gegend. Darf ich mit Ihnen? Kohle, wer hat das da reingepackt? Deine Mutter! Super, ich habe euch Suppe mitgebracht.
Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Suppe da, hätte ich Suppe da, hätte ich Suppe da. Ich kann gerade sagen, was ist denn jetzt für eine Aktion? Hey. Ich komm gleich wieder. Moment kurz. Buddy left your channel. Tschüss. Hä? Erste Neko Noshi. Ach, eine Arbeitskollegin von ihr. Ach so. Der sie öfter bei Heroes spielt. Oh, ich ist plötzlich Hunger. Vielleicht weil du nichts gegessen hast? Hab ich ja. So, also die können da rein. Da habe ich so viele lehmige Erde dabei. Weil du gegraben hast. Ja, ich habe versucht, deine Autorität zu untergraben. Ich habe gerade Licht bei mir im Zimmer an. So, und dann bin ich wieder. Wo haben wir denn eine Kiste, wo wir Tools und so einen Scheiß drin haben? Ah, da. Ja, mir ist irgendwie langweilig. Ja, dann musst du dich entertainen und zum Beispiel zugucken. Außerdem ist es natürlich auch nicht gerade sehr spannend. Dann hat sich das erledigt. So, den Vorschlaghammer, den brauche ich wahrscheinlich nicht. Wire Tool brauche ich wahrscheinlich auch erstmal nicht. Warum habe ich Cotton dabei? Nicht direkt was zu essen, aber irgendwie was Pflanzliches. Wobei, warte mal. Ich erstmal nicht den Hammer Spitzhacke. Dich. Einmal das. Das. So, ich geh nochmal Wasser holen. Weiß überhaupt noch irgendjemand außer mir gerade da ist. Gut, das werde ich als nö, ich bin alleine gerade da. Okay. Hä? Achso, du bist doch da. Reagierst einfach nur nicht. Ja, der Inhalt der Kisten ist ja auch sehr, sehr wichtig. Was zum Beispiel, Nicole? Gehen wir jetzt? Sag halt nichts, ich höre dich gerade. Wieso gar nicht mehr an TS? Ich weiß, die ist auf dem anderen Channel. Ich sag ja gar nicht, ich hab Wasser holen gegangen. Achso.
Ich könnte uns mal eine Forge bauen. Du, was du nicht lassen kannst. Dafür brauche ich... Oh. Holzleder, Eisenrohr, Klebebandnägel. Holz. Die einfach weg, Alter, ich verfolge die mal. Eisenrohre, Nägel. Klebeband. Ja. Brauche ich für eine Forge Stein, Erde, Eisenrohre. Alles klar. Ich stelle mich vor sie, stehe da rum für ein paar Stunden gefühlt und plötzlich erschreckt sich. Ich denke mir so, Alter, okay. Steine. Okay. Oh, nichts in dem Rucksack, langweilig. Wenn Fire, das ist. Was hast du gemacht, Fire? Ich wurde von 10 Hunden angegriffen in unserer Basis. In unserer Basis? Ja, in der Nähe. In der Nähe? Ich dachte wirklich innen drinnen. Ja, und ich würde jetzt schnell herkommen, nämlich die Türen sind noch offen. Ich glaube, ich habe keine Waffen mehr. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keine Munition mehr für die 9mm. Nee, keine Ahnung, das muss jetzt auch neu sein. Die haben einen Rudel angegriffen. Ich hab sogar vorgefallen, dass da Hunde sind. Das sind 3. 5 ungefähr. Ja, das ist auch neu. Okay, ich habe keinen einzigen bekommen. Schon ein bisschen peinlich. Aber ja, es ist neu, dass ich plötzlich im Rudel aufkreuze. Normalerweise immer so einzeln oder so. Vielleicht mal 2, aber da war es wirklich Pech. Ja. Ich geh Häuser plündern. Jo.
Keine Zombies hier oben? Ist schon fast langweilig.